Ich will mehr Arbeit. Gute Einstellung. Bevor ich dich aber mit dem nächsten Auftrag losschicke, noch eine kleine Geschichtsstunde. Dieses Mal gehen wir noch weiter zurück. Nach Mesopotamien, etwa 9500 Jahre in die Vergangenheit, als die Schrift höchst selbst erfunden wurde. Die Schrift? Wow. Genau genommen, einzig und allein für Zustellungen. Die Menschen haben damals Waren bestellt, indem sie Marken aus Ton verschickt haben. Auf jeder Marke waren Kerben eingeritzt, die anzeigten, wie viele Artikel sie wollten. Ich hätte dir also eine Tonmarke mit 3 Kerben geschickt und du hättest mir 3 Stück einer Ware zukommen lassen, wie Fische oder Hüte. So ungefähr. So hat das begonnen, was wir heute tun. Alles, worum es in der Kuriergilde geht. Na, ich schätze, dann sind wir nicht nur einfach Nachrichtenüberbringer. Nein. Nun nimm diese Kiste und bring sie an ihren Zielort. Der Inhalt ist zerbrechlich, also sei vorsichtig.
Hemmstoffbehälter erkannt. Ich habe ein Paket für Sie. Was hat mein Bruder diesmal geschickt? Oh, sehr lustig, Angelo. Was ist das? Eine Uhr. Eine kaputte. Ich war vorsichtig. Du hast alles richtig gemacht. Er hat sie kaputt verschickt. Ein kleiner Jux von ihm. Ich verstehe nicht. Mein Bruder Angelo ist ein Zyniker. Ich bin 84. Er ist das Baby der Familie. Gerade mal ein Jahr jünger. Also schickt er mir eine kaputte Uhr. Wer braucht heutzutage eine Uhr? Besonders in unserem Alter. Was bedeutet denn da Zeit noch? Weißt du überhaupt, welcher Tag es genau ist? Nein, weiß ich nicht. Genau. Es ist einfach der Tag nach dem vergangenen Tag. Und so geht es weiter, bis wir sterben. Und das ist lustig. Tja, Angelo wird wohl so bald keine großen Auftritte als Kabarettist haben, wenn's die überhaupt noch gäbe. Aber ich finde ihn amüsant. Danke dir, mein Sohn. Nachricht 1. Empfangen am 6. April 2022. Um 14.57 Uhr. Hey, hör mal. Ich frag mich, was du gerade denkst. Vielleicht möchtest du Papa gerne sehen? Ist es das? Weißt du was? Ich hab gute Neuigkeiten für dich. Morgen wirst du ihn sehen. Denn morgen werden wir aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann könnt ihr euch treffen. Nachricht 2. Empfangen am 13. April 2022 um 9.12 Uhr. Schatz, sie lassen uns heute nicht raus. Es gab eine Art Notfall oder so. Vielleicht weißt du, wovon sie reden? Außerdem hört der Kleine gar nicht mehr auf zu weinen. Ich muss ihn den ganzen Tag in meinen Armen liegen. Ich habe schon Muskelkater. Sch, alles ist gut, mein Schatz. Kommst du uns holen? Ich will hier keine weitere Nacht mehr bleiben. Nachricht 1. Empfangen am 6. Was wenn Hemmstoffe da sind? Scheiße, Landeil! Mm.
Hast du also eine weitere Kerbe auf deiner Tonmarke, Hitzkopf? Das war ein ziemlich exzentrischer alter Mann. Flavio? Ja, er und sein Bruder sind schon so zwei Vögel. Steinalt. Wahrscheinlich vormesopotamisch. Aber nicht jeder da draußen ist so unterhaltsam. Wirst sehen. Natürlich nur, wenn du weitermachen willst. Komm wieder, wenn du bereit für weitere Zustellungen bist.